Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Duren TV. Und bevor wir mit dem Spiel beginnen, ganz kurz zwei Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar, das eine ist, wir haben heute den 24.02. müsste es, glaube ich, sein, ne? 24.02.2021. Heute wurde bekannt gegeben von CD Projekt Red, vom Entwickler des Spiels, dass der große angekündigte Patch für März, beziehungsweise Ende Februar war ursprünglich, glaube ich, mal angepeilt, aktuell noch nicht kommen kann, dass der so für die zweite Märzhälfte angepeilt ist. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor ein paar Tagen, ein, zwei Wochen, glaube ich, eine Cyberattacke auf CD Projekt Red gefahren wurde. Da wurden einige Sachen entwendet, einige Daten, und das verzögert das Ganze leider ein bisschen. Ich finde es immer ganz interessant, zumindest so für mich, vielleicht finden es andere auch interessant, wenn sie es auch nachträglich schauen, die Entwicklungsgeschichte eines Spiels, nicht nur, wenn das eigentliche Spiel entwickelt ist, so ein bisschen nochmal nachzuempfinden, sondern auch, wenn das Spiel schon erschienen ist und was danach dann noch alles passiert, also Patches, was verbessert wurde, was sich vielleicht geändert hat oder so. Deswegen bringe ich das ganz gerne mal ein. Und das Zweite, bevor wir anfangen, ganz wichtig, möchte ich auf jeden Fall einbauen. Habe ich auch gerade eben vor der Aufnahme erst kurz gesehen. Kleinen Moment. Ich öffne mal eben meine YouTube Studio App. So, und zwar habe ich einen netten Kommentar bekommen vom lieben Ardi4319 oder 4319. Hi, ich kenne dich noch von deinen James Bond Nightfire Videos und ich bin echt begeistert, dass du noch Videos machst. Respekt. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, lieber Adi. Vielen lieben Dank für deinen netten Kommentar, auch an dieser Stelle nochmal. Anscheinend schaust du ja auch dieses Let's Play, finde ich richtig cool. Ich habe dir ja auch schon geantwortet auf YouTube. Richtig, richtig cool. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Mein James Bond 007 Nightfire Let's Play für den PC, mein ursprüngliches, ist jetzt ja auch schon 9 Jahre her. Ich glaube 2012 oder so war das. Es könnte gut sein, dass da vielleicht im Laufe des Jahres 2021 oder so noch ein Replay kommt. Schauen wir mal. Ich will es nicht versprechen, es ist auch leider immer so ein bisschen an technische Begebenheiten gebunden, ob das unter Windows 10 läuft und ne, ob man es streamen kann, im Zweifel vielleicht auch. Mal gucken. Aber an sich ist das im Bereich des Möglichen. Also vielen lieben Dank nochmal, Adi, für deinen Kommentar und natürlich auch nochmal extra ganz, ganz lieben und vielen Dank an alle Leute, die auch diese Videos nachträglich noch auf YouTube schauen. Ich nehme es ja auf twitch.tv/DaveDurrenTV auf. Ne? Ihr findet wie immer einen Link unten in der Videobeschreibung. Falls ihr mal live dabei sein wollt, würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir dort kostenlos folgen, genauso wie auf YouTube im Prinzip. Und heute auch ein bisschen früherer Anfang des Streams, ist auch noch keiner da. Deswegen sind wir ganz unter uns. Finde ich auch schön. Zumindest keiner, von dem ich wüsste. wir haben beim letzten Mal hier bei diesem Motel aufgehört, wo wir vor 100 gefühlten Folgen schon mal waren, wo wir jemanden eskortiert haben bzw. gerettet haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Wir warten momentan so ein bisschen darauf, dass Rogue sich bei uns meldet, bei der Mission Chippin' In. Ich würde sagen, das kann ja noch ein bisschen dauern. Hier wollte ich hin. Wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, wo das ist. Was ist das hier? Oh, das könnten wir machen. Mit Judy, genau. Am frühen Morgen. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja egal, wie viel Uhr es ist, wenn wir da ankommen, weil das Spiel spult ja dann sozusagen zur richtigen Uhrzeit vor. Huch. Okay, Ego-Perspektive auf dem Moped ist cool. Ich glaube, das lassen wir mal. Also Moped im Sinne. Moped ist für mich manchmal so ein Allgemeinbegriff für motorisierte, zweirädrige Gefährte. Herr der Ringe, die motorisierten Gefährten. Ich habe mal wieder Lust drauf, die ganzen alten Herr der Ringe-Filme mal wieder zu gucken. Ach ja. Ich warte nur darauf, bis sie irgendwann in 20 Jahren, vielleicht auch eher schon in 10 Jahren dazu irgendwelche Remakes machen, die halt einfach wahrscheinlich schlechter sind als die Originale. Gib Remakes ja immer gerne eine Chance, aber ich bin also skeptisch. Bei manchen Sachen kenne ich tatsächlich bisher nur die Remakes, so zum Beispiel bei The Ring oder The Grudge. Das sind ja im ursprünglichen eigentlich japanische Filme, die ich allerdings noch nicht gesehen habe. Der Gen Kirby, schönen guten Abend! Ich komme on, Herr der Ringe wird erwähnt. Bestes Timing, so ist es, mein Bruder. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Sehr, sehr schön. Ja, ach, gibt wieder, ich hätte echt mal wieder Bock. Vor allem, wo ich auch mal richtig Lust drauf hätte, das gibt's ja ab und zu mal. Es gibt ja so Kino-Events, wenn die Kinos mal wieder aufhaben irgendwann, regelmäßig, dass man dann zum Beispiel so eine Art Kinotag macht mit allen Herr der Ringe und Hobbit-Filmen nacheinander oder so. Es geht ganz schön auf den Arsch, aber wäre, glaube ich, ganz cool. Und dasselbe würde ich ganz gerne mal machen mit Harry Potter. Wie gesagt, so ab und zu, wenn mal so ein neuer Film irgendwie aus so einer Reihe rauskommt, dann wird das ja schon mal ganz gern gemacht. So ein Konzept-Kinotag sozusagen. Da hätte ich mega Bock drauf. Habe ich noch nie mitgemacht. Aber ich glaube, wie gesagt, man darf es nicht unterschätzen. Denn das ist ganz schön viel Sitzen. Ich meine, ich habe einen Bürojob, da sitzt man eh eigentlich den ganzen Tag. Genau genommen habe ich sogar zwei Bürojobs, wo man, ja, den ganzen Tag sitzt. So gut wie zumindest. Mehr dazu vielleicht später. Habe ich den jetzt echt umgefahren? Scheiße. Nee, habe ich nicht. Okay. Oh nein, Herr der Ringe ist zu heilig für ein Remake. Das betrifft auch Back to the Future. Der Pate sehe ich ähnlich, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwann kommen wird, weil, ne, man kann die Kuh ja melken. Eine neue Generation kennt es dann auch nicht und dann machen wir mal Remakes dazu. Ach, oder auch Matrix. Kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann Remakes zukommen. Oh, bin ich auch sehr skeptisch. Weil die schon sehr ikonisch sind von ihrer Machart her. Deswegen da Remakes, kann gut nach hinten losgehen. Mir geht's leicht gestresst. Ich lasse deinen Stream ein bisschen nebenbei laufen zum Abbau auch. Sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr gerne. Tobi, schönen guten Abend. Mein Lieblings-Tobi. Heute noch, Mann. Komm schon, lass mich nicht warten. Mach dann. Tobi Schwobi. Tobi Tobsen. War doch ein Rapper, glaube ich, ne? Deutscher Rapper der alten Schule. Tobi Tobsen. War der nicht auch einer? Tobi Tobsen war doch auch bei 5 Sterne Deluxe, glaube ich, oder? Mit Das Bo und so. Ich glaube schon. Ich habe damals tatsächlich einen Herr der Ringe-Marathon im Kino meiner Mutter gemacht. Deine Mutter hat ein Kino? Wie geil ist das denn? Ich will deine Mutter kennenlernen. Da gab es ein Special zum dritten Teil. Statt am Freitag 17 Uhr, Ende Samstag 3 Uhr nachts. Also wie gesagt, man muss echt dann natürlich Zeit mitbringen. Aber ich hätte da mal mega Bock drauf. Das zumindest einmal irgendwie mal zu machen. Oder Jurassic Park könnte ich mir auch gut vorstellen mit den neuen Teilen Jurassic World. Und solchen Sachen, ne? Also da gibt es so viele Sachen, mit denen man das machen könnte. Mit meiner Mutter. Ach so. Ich habe in einem Kino von deiner Mutter. Aber ganz ehrlich, deine Mutter ist so oder so sicherlich cool, weil du cool bist. Und sie wäre sowieso immer noch cooler tatsächlich ein Tacken. Ich meine, jeder ist halt irgendwie sehr, sehr cool, wenn man ein eigenes Kino hat, ne? Aber deine Mutter ist so oder so cool, das wollte ich damit sagen. Sage ich jetzt einfach mal so. Unbekannterweise. Meine Mutter ist auch selbst Lehrerin, da hört sie sich eigenen Podcast nicht mal an. Informationsüberflutung, ich sag's dir. Mir geht's supi, hoffe dir auch. Yo, soweit schon. Soweit kann ich nicht klagen. Wir sind gerade übrigens auf dem Weg, da ihr, glaube ich, ja gerade eben erst eingeschaltet habt. Ihr habt noch nicht viel verpasst, keine Sorge. Ich habe auch gerade eben erst begonnen. Wir sind gerade auf dem Weg zu der Mission mit Judy, mit der wir uns morgen hier treffen sollen. Morgens. Deswegen schauen wir einfach mal. Ach, cool. Hey, V. Hi. Danke, dass du gekommen bist. Ah. By the way, achso. Ist wie 3D-Schach. Lass nicht so, dass sie dich überrollt. Geh da gleich drauf ein. Du wirkst ziemlich nervös. Ich könnte diese Wichser mit bloßen Händen kalt machen. Also ja, man könnte wohl sagen, ich bin etwas nervös. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal gucken, worum es genau ging. Ich bin nämlich gerade nicht so ganz im Bilde, muss ich gestehen. Ein paar mehr Details über sie könnten mir nützen, wenn ich mit ihr reden soll. Oder? Nein, überlass mir das Reden. Habe ich einen Timer gestellt? Ja. Okay, kann ich? Warte mal. Kann ich von ihr weggehen? Komm schon, wie? Und mal eben schauen. Ach, Moment.
Sprich mit Judy. Ja, toll. Dankeschön. Ja, wir sollen mit Judy sprechen. Ich wollte euch gerne noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und mir selber auch. Hust, hust. Ne? Aber ja. Dann gehe ich auch mal eben auf dich ein. Also, by the way, sie ist sehr cool. Also, deine Mutti, das glaube ich sehr. Ich habe eine Kategorie demnächst mit ihr vor. Da wird sie zocken und kommentieren müssen. Wie cool ist das denn? Ich habe tatsächlich vor, mit meinem Vater demnächst mal eine Podcast-Episode aufzunehmen, wo es auch um Musik geht. So auch Musik aus seiner Jugend vielleicht oder solche Sachen, Progressive Rock, so 70er Bands und solche Sachen. Also schon sehr speziell, aber ich glaube, das könnte ganz cool werden. Mal gucken. Er hat auf jeden Fall schon Ja gesagt. Weiß ja auch, was ich alles so mache. Meine Eltern sind da ja auch voll im Bilde. Finde das sehr cool. Deswegen sind ja auch echt locker drauf. Also von daher. Und haben auch einen geilen Musikgeschmack, muss ich sagen. Meine Eltern hören zum Glück keinen Schlager und nix dergleichen. Ganz im Gegenteil. Ach ja. Ich hoffe doch auf Yes und Rush. Ich glaube, das sind tatsächlich zwei, wo er nicht so viel gehört. Aber Jethro Tull zum Beispiel, geile Band, bin ich auch großer Fan von. Aber schauen wir mal, was zur Sprache kommt. Vielleicht überrascht er mich auch. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht machen wir das im Laufe des März oder so mal. Mal gucken. Meine Mom ist durch mich zum Metal-Hörer geworden. Sehr geil. Ja, ich habe meinem Vater auch Porcupine Tree und die Foo Fighters und Opeth näher gebracht und solche und andere Bands. Und es ist schon geil. Steven Wilson natürlich sowieso, Nightwish, also alles Mögliche. Kennt sehr viel durch mich, aber ich kenne auch sehr viel durch ihn. Also. Und bei uns ist es halt mittlerweile so ein bisschen ein Ritual geworden, dass wir teilweise zusammen zu Konzerten gehen von gewissen Bands und so. Es macht halt echt Bock, so ein Vater-Sohn-Ding einfach irgendwie. Judy, ja genau, wenn es zur Sache geht, wird Judy eh die richtigen Worte finden. Da gehe ich auch von aus und damit gehen wir mal zu ihr zurück. Wie willst du sie überzeugen? Also Maiko macht das Würstchen, heißt Cici, glaube ich, die andere Person oder irgendwie so. Mal gucken. Und wie hast du vor, sie zu überzeugen? Indem ich die Wahrheit sage. Über Evelyn. Was passiert ist. Warum? Und du meinst, das reicht? Nein. Danach muss ich improvisieren. Okay, also es hat irgendwie noch was mit Evelyn zu tun. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht tatsächlich, aber mehr kann ich jetzt leider echt nicht mehr sagen. Es ist schon ein paar Folgen her, dass wir, oder zwei, drei Sessions auch, dass wir da... Was ist denn los? Ja, ich rede gerade. Lass mich doch mal, Mensch. Ich bin also kurz gesagt, nichts als dein Bodyguard? Hab ich nie behauptet. Ich kenne sie nur besser. Okay. Insoweit. Gehen wir. Mein Vater hört auch gern sowas in die Richtung ACDs und Ärzte. Geil. Sehr, sehr cool. Warte, ich mach auf. Das Beste ist bei so Kombis, es gibt nie Streit um die Musik beim Autofahren. Ja, das stimmt. Ich habe damals immer so ein bisschen den DJ gespielt, muss ich gestehen. Aber ist auch immer cool. Oder auch wenn man zu Konzerten fährt und sowas. Sieht aus, als wärst du schon öfter hier durchgekommen. Bin ich. Hin und wieder. Ein Kinderspiel. Mir nach. Das Einzige, was ich im Auto nicht abspielen darf, sind dann extreme Richtungen Black, Death, Grindcore. Ja gut, kann ich irgendwo verstehen. Das wäre bei mir ähnlich tatsächlich, bei meinem Vater und bei Mutter auch. Aber ich lüge nur ungern. Und Überraschung mag ich genauso wenig, wie du weißt. Ja, und ich weiß auch warum. Dachte, du warst am Ende, als du zu den Mocs gegangen bist. Fehlanzeige. Du kannst tatsächlich noch tiefer sinken. Gibst dich mit dreckigen Schlägern ab. Besser. Ja, wie? Ich meine dich. Hat die mich gerade dreckigen Schläger genannt? Klingt ganz so, als hätte ich hier einen Eindruck hinterlassen. Gut. Wenn du mit Eindruck kübelweise Blut meinst, dann ja. Glückwunsch. Aber geile Butze, muss ich sagen. Ich mag das Asiatische ja sowieso sehr gerne. Ich würde vielleicht später auch mal so ein bisschen meine... spätere Wohnung vielleicht mal so einrichten. Jetzt momentan also, ist hier nichts sehr japanisch dran. Ich habe ein paar ägyptische Figuren hier rumstehen und so oder ein, zwei andere ältere Sachen, aber nichts japanisch oder asiatisches deswegen. Aber ich find's halt sehr cool. Ich wollte Informationen und hab sie bekommen. Der Rest ist, was eben passiert, wenn die Leute nicht kooperieren wollen. So sieht's aus. Schon mal von Kompromissen gehört? Solltest du mal ausprobieren. Ach, Kompromisse. Kompromisse brauchen Zeit, die ich nicht habe. Schmompromisse. Was genau willst du eigentlich? Noch ein paar Puppen belästigen?
kannst du auch mehr als heiße Luft produzieren. Würde ich gerne sagen, ich lasse es aber mal. Judy hat ein Angebot für das Clouds. Ah! Du willst zurückkommen? Klar. Ich schätze deine Fähigkeiten, das weißt du. Ich weiß nur nicht, wozu du das da mitgebracht hast. Hör auf, Puppen wie Ware zu behandeln und ich denk drüber nach. Aber zuerst, die Tiger Claws sollen aus dem Clouds verschwinden. Okay, hör zu. Was mit F passiert ist, ist schrecklich. Hm? Und ich dachte, du wüsstest nichts davon. Ihr Ende war vorprogrammiert. War nur überrascht, dass es so lang gedauert hat. Wir müssen was unternehmen. Wow, okay. Sonst enden alle wie F. Woodman hat sie vergewaltigt, als sie bewusstlos war und sie dann einfach verramscht. Wow, du warst immer schon labil. Das hat nichts mit labil zu tun. Hallo, hast du einen Arsch offen oder was? Okay, da du vernünftiger zu sein scheinst, willst du mir sagen, worum es geht? Mal davon abgesehen, Woodman hat ja ein bisschen Karma abbekommen, ne? Der ist ja nicht mehr unter uns. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Judys Plan. Denk darüber nach. Könnte klappen. Na sowas, Judy. Hast dir da ja einen echten Fanboy angelacht. Die Alte geht mir auf die Nüsse, ne? Also Judy nicht natürlich hier. Maiko macht das Würstchen. Ich glaube, so nenne ich auch die Folge, wenn ich dran denke. Weißt du, was Woodman Evelyn angetan hat, als sie verzweifelt Hilfe brauchte? Ah, ja. Ist dir das einfach egal? Huch. Die Tiger Claws haben hier das Sagen. Weißt du, was ich denen bedeute? Ungefähr so viel, wie ihr zwei und eure Problemchen mir bedeuten. Äußerst wenig. Und du fragst dich nicht, warum du hier arbeitest? Ich werde so tun, als wärt ihr nie hier gewesen. Um der alten Zeiten willen, Judy. In Kürze wird den Sicherheitsleuten auffallen, dass ihr hier seid. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Geht friedlich oder fliegt raus. Und das ist weder eine Drohung noch bildlich gesprochen. Nur ein Fakt. Das reicht. Ruhe im Arsch. Ich gehe. Besser so. Und nur damit du weißt, dass ich dich nicht abblitzen lasse. Forrest ist in ein paar Minuten auf der Wartungsebene. Allein. Ich bin nicht dein Feind. Dich habe ich nicht nach deiner Meinung gefragt. Ja, ich hab's dir aber trotzdem gesagt, Ische, ey. Du machst einen großen Fehler, Maiko. Das werden wir ja sehen. Mhm, das werden wir. Ja, bin mal gespannt, wer zuletzt lacht. Ich glaube, du wirst es nicht sein. Tschüss. Aber wie gesagt, eins muss man ihr lassen. Schöne Einrichtung. Sie hat uns einfach abserviert. Weißt du, was ich glaube? Mhm. Sie hat Angst. Hat viel zu verlieren, wenn die Sache schief geht. Eigentlich alles. Also lässt sie einfach alles weiterlaufen? Ich habe tatsächlich gerade Ricks, also Super Flash Crashs Lachen im Kopf. Der hätte sich bei sowas weggeschmissen, bei der Animation mit Hinsetzen und Aufstehen und so. Ja, ja. Ich kann mich da ganz gut zusammenreißen, meistens. Manchmal. Okay, Judy. Hat auf jeden Fall gut gepumpt. Ja. Death Metal geht ja noch, aber du siehst so normal noch für noch härteres aus. Ja, also wie gesagt, mein Vater, ich habe den ja auch so ein bisschen mit Opeth zum Beispiel bekannt gemacht und so, ne, mit der Musik. Und er kann sich, glaube ich, auch, also er hört sich auch Songs an, wo Growls drin vorkommen und so, aber er wird, glaube ich, nicht mehr zum Death Metal-Hörer in seinem Leben. Ähnlich wie ich ist er ein Fan von guten Melodien. Deswegen, und die sind mir manchmal in manchen Death Metal und Black Metal Sachen einfach nicht so wirklich genug gegeben. Deswegen ich da nicht so wirklich Interesse dran habe. Aber Opeth zum Beispiel haben da eine perfekte Mischung gefunden. Mit so 70er Prog und halt Metal / Death Metal. Mittlerweile ja kein Death mehr da drin, aber keine Growls. Seit 2011, seit Heritage, aber trotzdem. Wow, nach wie vor eine geile Band. Na, los jetzt! Ja, ist ja gut. Wart ihr mal zusammen? Ja, lange her. Damals ziemlich einsam. Wie jeder in Night City. Damals war sie noch anders. Und ich auch. Ich trau keinem, der sich nur an Fakten aufhängt. Hallo? Die Grenze zwischen guten Freunden und einem Messer im Rücken ist für solche Leute verdammt schmal. Wie? Ich weiß, sehe ich ähnlich. Ich
Konzentration wie? Ja, ich würde die Leiter gerne normal wie ein Mensch runterklettern, was ich aber nicht darf. Sieht sehr interessant aus. Oder nicht. Wir brauchen sie. Ja, deswegen habe ich mich auch noch ein bisschen zurückgehalten. Ich hätte ihr ganz gerne ein bisschen mehr die Meinung gegeigt. Ein bisschen Entspannung würde dir gut tun. Und mir erst. Es geht nicht wirklich um Entspannung. Ich habe eine neue Idee, an der ich arbeite. Aber ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert. Ah, ich kann mir dich auch nicht auf einem Liegestuhl mit einem Mai Tai mit Schirmchen vorstellen. Oh, Mai Tai. Nee. Auf einem Liegestuhl würde ich nur grübeln und mir den Kopf zerbrechen. Und das brauche ich gerade nicht. Ich hätte Bock auf einen Mai Tai-Cocktail jetzt, Mensch. Ach. Und ewig nicht mehr gehabt. Oder Mojito ist eigentlich mit meinem Lieblingscocktail.